Herzlich willkommen an alle Aufzeichnungszuschauer, die 10 größten Irrtümer der Menschheit. Mein erster Versuch, mich diesem Thema anzunähern. Ich versuch's mal mit der Nummer 10. Die Nummer 10 ist, das ist unsere Welt. Und hier können Sie eintragen selber alle Sparten der Gesellschaft. Das können sein Arbeitsamt, Nahrungssparte, Gesundheitssparte. Und das können wir uns gleich mal anschauen, wie ich es mal spaßeshalber schon gemacht habe. Sie können das aber auch selber machen. Ich habe eingetragen nach der Gefährlichkeit Sozialsparten, Weltsozialsparten, Nahrungssparten, Gesundheitssparten, Waffensparten. Da haben wir ja gerade mit zu tun. Hier mit den beiden Sparten haben wir es ja gerade im Moment die liebe Mühe. Alkohol, Tabak, Zucker, Behörden, Arbeitsamt, Wohnungsamt. Und der größte Irrtum aller Zeiten, ich fange nachher von innen einfach mal an, der größte Irrtum der Menschheit, ich gucke gleich mal, ob ich das da innen drin die Sachen besser sehe, wenn ich sehe, ja genau, ich kann hier rückwärts besser anfangen. Die Gesellschaft besteht also, der größte Irrtum ist, dass diese, der 10. Irrtum ist, die Nummer 10 ist also, dass die Masse der Menschen denkt, diese Sparten seien gut für uns. Die soziale Marktwirtschaft sei, die weltweite soziale Marktwirtschaft sei gut für uns und diese Sparten täten uns gut. Das ist die Nummer 10. In Wahrheit sind die für all den Mist, der in den letzten 400.000 Jahren zuständig ist, ist das zuständig, denn sozusagen diese Sparten können am meisten Geld verdienen, alle, wenn sie uns schaden und dabei die Umwelt vergiften. Und oder die Umwelt vergiften. Auf jeden Fall immer etwas schädlich, was am Ende und die Umweltvergiftung landet wieder bei uns und dann sind wir vergiftet. Ja, und so können alle Sparten immer nur die größten Profite erzielen durch Schädigung von Mensch und Umweltvergiftung. Ja, und und warum? Weil uns seit 400.000 Jahren die Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination, kurz GWÖ, GWO-Kombi, darüber die Diskussion fehlt und die Einführung dessen fehlt, auch wenn angeblich der Vizekanzler Habeck ein Fan der Gemeinwohlökonomie ist, aber ich kann es verstehen, dass er die nicht einführen will, denn die hat so viel linksextremistische Beimengungen, dass sie nur in der GWÖ-GWO-Kombi überhaupt verträglich wäre. Aber da beschäftigt sich Habeck eben noch nicht. Seinen Mitarbeitern ist es nicht gelungen, denen da uns bis jetzt einen Termin von ihm, einen Terminzusage zu bekommen für das Gespräch mit uns und so weiter. Ja, so. Also die Lösung ist ganz einfach. Die GWÖ-GWO-Kombi belohnt, macht diese Tür zu, Profite auf Kosten von Mensch- und Umweltvergiftung, da werden diese Profite einfach weggenommen. Profite gibt's nur noch für den Menschen Gutes tun und dabei die Umwelt nicht vergiften und damit auch die Menschen nicht vergiften, ne? Und zerstören, wo es den Menschen schadet. Ja? Also wir können die Umwelt ruhig gerne nutzen, aber nicht dort, wo es uns Menschen schadet. Weil das ist ja Selbstmord. Ja? Und das heißt, wir müssen die soziale Marktwirtschaft ersetzen durch die Gemeinwohlwirtschaft GWÖ-GWO-Kombi. Ne? Und ja, das wäre der Irrtum Nummer 10 gleich auch die Wahrheit dazu. Ja? So, und fangen wir doch einfach mal an mit der Nummer 9 jetzt weiter. Geht's weiter? Die Rechtsanwaltsparten, Staatsanwaltsparten, Polizei und Richtersparten, also all die Sparten innere Sicherheit.
Denn es ist jetzt so, alle neun weiteren müssen ja dann eigentlich jetzt logischerweise auch die Irrtümer sein, die von den Spaten uns in unsere Köpfe gebracht werden. Denn ich habe ja gerade hiermit damit quasi erklärt, dass die Ursache der massenhaften Irrtümer allein all diese Spaten sind. Ja, und also diese Spaten innere Sicherheit. Die sagen, nein, es braucht es nicht, ist nicht nötig, dass sie eine Telefonhotline kriegen, wo sie jede Internetkriminalität, jede Beleidigung, jede Straftat mit Worten, jede Rufschädigung, jeden Rufmordversuch und so weiter, jede Diffamierung sofort einfach nur anrufen können, jemand hebt ab, sie sagen, wo im Internet das zu finden ist und dann ermittelt er sofort und eine Stunde später holen die Beamten diesen Täter ab und führen ihn vor den Richter mit all den Beweisen und dann wird er abgeurteilt und landet erst mal ein paar Wochen im Gefängnis und überlegt, ob er in Zukunft weiterhin im Internet Straftaten begehen wird. Nö, das ist nicht nötig. Ja, denn und dadurch, durch diesen Irrtum dieser Spaten, also der Spaten der innere Sicherheit, der Zentralirrtum ist, nö, wir brauchen nichts Effizienteres zu machen gegen all diese Verbrechen. Wir brauchen nur mehr Stellen und Geld für Polizei. Denn wir als Behörde, jetzt nicht bewusster Vorgang, also das sind alles nicht bewusste Vorgänge, ja? Also die glauben diese Irrtümer wirklich. Die Polizei glaubt ihre wahnsinnige Polizeiphilosophie, hält sie für die Wahrheit und hält sie für gut und menschenfreundlich und die Staatsanwaltschaft und Rechtsanwaltschaft und die Richterschaft, alle halten ihre wahnsinnigen eigenen Berufsphilosophien, Spartenphilosophien für die absolute Wahrheit. Errare humanum est, irren ist leider menschlich. Und zerstören deswegen alle unser Leben, indem sie nämlich Täter, Verbrecher ermutigen. Täterschutz geht ganz klar vor Opferschutz. Und dadurch sich immer mehr gute Kunden schaffen und dann dadurch ihre eigenen Aufstiegsmöglichkeiten drastisch vergrößern, sozusagen. Ja? Und also der Zentralirrtum aller Sparten innere Sicherheit, also der neunte Irrtum lautet, nein, wir brauchen nicht hingehen mit Beamten in Zivil, mit Kameras und Tonaufnahmen und so weiter, die all die Taten der Täter zum Beispiel im öffentlichen Raum filmen und dann nur einen Knopf drücken, dann kommen die uniformierten Beamten und führen die Täter ab. Das Videomaterial landet beim Richter und schon landen die im Gefängnis und Schluss ist mit all diesen Straftaten im öffentlichen Raum und so weiter oder verbotenen Handlungen im öffentlichen Raum. Wobei ich klarstellen musste, diese Lösung wäre genau das Gegenteil von China. Ja? In China, da wird irgendwie überwacht und rumgemacht, aber es wird, und das von einer Diktatur, und es wird nicht das Gute tun belohnt sozusagen, und es wird nicht die Verbrechen wirklich, wirklich aufgedeckt. Die Polizei hat auch keine gesunde Struktur dort, ja, sondern es wird nur irgendwie so, dass die Bevölkerung schikaniert, mehr oder weniger durch die Diktatur. Also da werden Daten missbraucht und bei uns würden dann die Daten für uns Menschen und Bürger für die Nichtkriminellen benutzt, ja? Und sozusagen in China ist es ja eine kriminelle Diktatur, die Daten für ihre Zwecke benutzt, ja? Und das quasi so eine Art Überwachungsstaat da aufbaut. Also bei uns
Aber genau das ist das wären wieder die Irrtümer, mit denen die Sparten innere Sicherheit kämen und sagen würden, das können wir doch nicht machen, wir können doch nicht ein Überwachungsstaat werden. Nein, das sind vorteilbringende Irrtümer. Die neuen ist also die vorteilbringenden Irrtümer, mit denen diese Sparten ihr eigenes verbrecherfreundliches Handeln, ihr täterfreundliches Handeln und opferfeindliches Handeln rechtfertigen und so unser Leben zerstören und unsere Gesellschaft zerstören und zersetzen und so weiter. Ja, und die nächste, ich kann das hoffentlich lesen, die nächste ist die Journalistensparte. Das wäre dann die Irrtümer Nummer 8, also der achte Irrtum, achtgrößter Irrtum der Menschheit. Journalisten haben den Irrtum im Kopf. Ich weiß alles, obwohl sie meistens eine weit, weit unterdurchschnittliche Bildung haben, und sozusagen leider sozusagen in Naturwissenschaft und das, was der Level des Weltrats wäre, die Weltspitze des naturwissenschaftlichen Denkens, davon haben sie null Ahnung, also ein riesiger Mangel in wissenschaftlicher Allgemeinbildung. Und aus dem heraus haben sie aber den Irrtum, wir wissen alles, wir sind die Schlauesten und wir laden nur ein, wer uns nach dem Munde redet und wir haben nur zwei Dinge, die uns überwachen. Wir haben in unserem Krankensystem die Aufsichtsräte, also wir müssen den Parteien, den großen Parteien nach dem Munde reden, weil die im Aufsichtsrat sitzen und über unsere Karrieren entscheiden. Und wir haben noch einen anderen Kunden, wir haben die großen Werbekunden, die ja auch einen großen Teil unseres Gehaltes bezahlen. Und denen müssen wir natürlich auch nach dem Munde reden, sodass wir natürlich dann sozusagen so, und der große Irrtum, vorteilbringende Irrtum der Journalisten ist also auch so, ja, wenn ich der gleichen Meinung bin wie unsere Werbekunden und die großen Parteien, da liege ich dann schon irgendwo richtig, das ist schon die Wahrheit. Ja? Sozusagen, wes Brot ich esse, das Lied ich sing, so verinnerlicht, so als Wahrheit abgespeichert oder andersrum gesagt. Karriere macht im Journalismus nur, wer von vornherein schon mit dem Glauben kommt, mit dem Irrtum im Kopf, den er für Wahrheit hält, kommt, nämlich Politiker haben Recht, der großen Parteien, die sind schon in der Wahrheit, obwohl die überhaupt keinen Wahrheitsbezug haben. Und die Werbekunden, das sind auch alles ganz nette Firmen und die tun uns alle gut und die sagen im Wesentlichen nur die Wahrheit. Ja, auch in ihrer Werbung und so. Das ist nicht so, die lügen nicht, ne? Das ist Wahrheit. Ja, das ist also. Und damit macht man im Journalismus die größte Karriere. Und hat die besten Freunde in der Wirtschaft, kriegt die meisten Werbeschaltungen, verdient das beste Geld, steigt auf und wird dann zum prominenten Moderator oder was auch immer, ja, und verdient sehr viel Geld dann wieder, ja, und das ist der Irrtum 8. Und die Wahrheit ist natürlich genau das Gegenteil, sozusagen. Journalisten müssten danach belohnt werden durch GWÖ, GWO Kombi, wie sich wo unser das Wohlfühlen, die Gesundheit, die Langlebigkeit und der Wohlstand von der Gruppe ihrer zuschauenden Fans quasi. Ja, also wer in der Gruppe, die Gruppe derer, die häufiger heute als Tagesschau schauen, müsste verglichen werden mit der Gruppe derer, die häufiger Tagesschau als heute schauen. Und dann müsste sich gucken, wie sich bei denen Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit und Wohlstand entwickeln. Und das könnten Journalisten dann in Zukunft nur noch erzeugen, indem sie nur noch Leute einladen, die sagen,
Wo irren sich die großen Parteien? Natürlich muss auch die Struktur, der Aufsichtsrat, das muss alles geändert werden, ja. Aber am Ende muss es eben, aber ja, die finanzielle und die Karriere von Journalisten darf nur noch von einem Faktor abhängen. Wie verbessere ich Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand meiner zuschauenden Fans, meiner Zuschauerfans? Ja? Und daran wird in Zukunft jeder Journalist gemessen, und das geht nur noch, indem sie nur noch solche Leute einladen wie den Weltrat und die Next Scientists for Future, die ihnen dann ständig sagen, und zwar mit die Einladung lautet ihr, kommen Sie zu uns, sagen Sie uns, wo wir uns irren, und machen wir Redezeitkonten und Redezeituhr-Talks nach dem Motto, wo irr ich, wo du. Ja? Ja, so viel zu Irrtum 8. Irrtum 7. Probieren wir mal unser Glück weiter in diesem ersten Anlauf. Politik. Ja, Politiker und Politik. Die haben den Irrtum, unsere Wähler wählen uns, wir vertreten unsere Wähler leben in der Wahrheit und wir denken genauso wie unsere Wähler, dafür sind wir gewählt worden, und wir bringen damit die Wahrheit in die politischen Entscheidungen. Irrtum. Irrtum 7. Ja, die Wahrheit ist genau das Gegenteil. Ja, die Bevölkerung ist gehirngewaschen. Die Wählenden sind gehirngewaschen durch all diese Sparten, die hier noch kommen, und wollen, finden eine Politik gut und Politiker gut, die ihnen nach dem Munde reden, nämlich sozusagen die gleichen Unwahrheiten im Kopf haben, die gleichen vorteilbringenden Irrtümer all der Sparten als Gehirnwäsche, Propaganda, Manipulation, Werbung durch parasitäre Meme, Killerviren des Geistes, irrationale Kognitionen, kurz vorteilbringende Irrtümer glauben, und deswegen kann die Politik nur genau die Irrtumsentscheidungen treffen, die die Bevölkerung auch im Kopf hat. Ja? Und trotzdem konnten in einer simulierten Bundestagswahl 56% die Vertreter von Weltrat und Next Scientists for Future in einer simulierten Bundestagswahl doch verstehen und verstehen, dass alles anders gemacht werden muss, dass eben sowas wie die GWÖ, sowas ähnliches wie die GWÖ-GWO-Kombi eingeführt werden muss statt der Marktwirtschaft, also Gemeinwohlwirtschaft statt Marktwirtschaft generell eingeführt werden muss, damit eben diese ganze Schädigung der Menschheit und von uns aufhört. Ne? Und ja, also, dieser Irrtum 7 ist damit beantwortet. Und zwar kontrollieren wir das, dann machen wir das so ähnlich wie bei den Journalisten, machen wir das auch beim Irrtum 7. Die Politiker, die kriegen wir in den Griff mit der Bundesländer, Bundesliga der Landesregierungen. Da ist es so, dass die Politiker nur noch daran gemessen werden, wie sich Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Wählenden ihres Bundeslandes, für das sie voll verantwortlich sind. Wir machen also die Bundesländer quasi, wir ziehen quasi die Bundesparlamentsmitglieder in die Landesparlamente rein und machen sie dort zu den Obersten der Landesparlamente. Und jedes Bundesland kriegt quasi den Bundesregierungsstatus und kann das Land im Prinzip dann ganz alleine regieren, ne? Und alle Entscheidungen treffen. Und dann
vergleichen, wer einfach nur noch in dieser Bundesliga den letzten Tabellenplatz kriegt, wer Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand seiner Wählenden eher stark beschädigt. Und den ersten Tabellenplatz kriegt natürlich nur, wer Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Wählenden und der Bevölkerung sozusagen insgesamt an allen Messgrößen erfassbar. Und die Messgrößen haben wir bei Weltrat und Next Scientist for Future, ist alles technisch überhaupt kein Problem, ist alles fertig durchdacht oder ausgedacht. Muss nur noch einfach gemacht werden vom Bundeswahlleiter und so weiter. Einfach nur realisiert werden mit den besten Statistikern und Wissenschaftlern zusammen, kriegt man das alles der Welt, kann man dazu einladen und dann kriegt man das alles hin. Ne? Und damit wäre alles weg. Politiker würden keine Sekunde mehr mit Konzernen oder Lobbyisten reden, sondern nur noch mit Wählenden und würden in jedem Winkel jedes Bundeslands für eine Explosion von Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Wählenden sorgen und dafür würden sie auch alle Leute zu sich einladen. Kommt her zu uns, ihr Wissenschaftler und Denker dieser Welt, und sagt uns, wo wir uns irren. Wie können wir uns das Wohlfühlen, die Gesundheit, die Langlebigkeit und den Wohlstand unserer Wählenden noch besser verbessern? Sonst gibt's nämlich, wenn wir zu den drei Absteigern gehören, gibt's sofort vorgezogene Neuwahlen nach anderthalb, zweieinhalb oder dreieinhalb Jahren. Und dann ist unsere Karriere beendet. Schluss mit lustig und so weiter. Und wenn man jetzt denkt, naja gut, dann lassen sich die Politiker dann halt nur noch für anderthalb Jahre bestechen und dann werden sie erst nach anderthalb Jahren abgewählt und in den anderthalb Jahren richten sie Schäden an und ungestraft sozusagen und schaden wieder den Wählenden. Ja, das geht deswegen nicht, weil wir durch die Reformen, die ja noch kommen, ja auch die Wirtschaft kein Interesse mehr daran hat, Profite auf unsere Kosten zu machen und auf Kosten der Umweltvergiftung größere Profite zu machen, weil nämlich durch die GWÖ-GWO-Kombi machen die ja auch nur noch die größten Profite, indem sie unser Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit, Wohlstand verbessern. Und zwar aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, alles Arbeitenden. Ja? Und dadurch sind dann alle Probleme gelöst. Also Politiker, da gibt es dann niemanden mehr, der einen Politiker bestechen könnte in Richtung Schädigung der Bevölkerung. Und damit gibt es am Ende nur noch Politiker, die den Wählenden nutzen und sonst nichts. Damit wäre der siebte Irrtum dargestellt und gleich die Lösung, die Wahrheit auch dem gegenübergestellt. Sechster Irrtum ist eigentlich identisch mit dem neunten, dass die Medien können wir noch rüberschieben zum Journalismus, damit sind die schon erledigt. Und jetzt muss ich gucken, jetzt nehme ich mal wieder das andere Bild hier. Was ist, kommt nach den Medien? Das ist Wohnungsamt zum Beispiel, ja? Ja, das Wohnungsamt, das ist dann die Nummer 6, der sechste Irrtum. Die Irrtümer werden jetzt immer größer und schwerwiegender. Wobei ich da nicht Anspruch erhebe, dass die Reihenfolge absolut perfekt ist. Das ist jetzt erstmal alles erster Gehversuch, ne? Und ja, ich guck doch mal hier, ob ich doch was finde. Nö, ich glaube, das war's aber auch so. So, Nummer 6. Also Wohnungsamt. Ja, so Irrtum. Wir brauchen es nicht, dass wir ein Recht auf Wohnung sofort für alle und jeden einführen. Nein, nein, brauchen wir nicht. Es ist schon okay, dass es da so viel Obdachlose und so weiter gibt. Das ist alles nicht so schlimm und naja und so weiter. Ja, das ist Irrtum Nummer 6. Der führt zu dieser völligen Verwahrlosung unserer Städte und all dem kriminellen Lumpen, die da
unsere Straßen unsicher machen. Und ich bin ja im Drittberuf noch Live-Musiker und Musiker und so weiter und spiele auch sehr gerne bei den schönen Kölner Plätzen. Aber was wir da eine Zunahme an kriminellem Gesindel haben, das ständig von Belästigung bis Diebstahl bis Überfall, Mordversuch und alles uns Musikern gegenüber begeht. Ein Musiker wurde, der Zeitungsbericht hatte ich gelesen, der wurde von einem dieser Lumpen zum Behinderten zusammengeschlagen und ist jetzt behindert, ne? Und so weiter. Ja, das fehlt noch, dass wir. Und einer hat es auch bei mir versucht, mich umzubringen und so weiter, weil diese Lumpen alle wegen 5 € eben so nach dem Motto, oh, der Musiker stört an dem Platz, an dem ich gerne die Leute abzacken möchte mit meiner Battletour, mit meiner Vorspiegelung falscher Tatsachen, ja, und mit meinem betrügerischen Betteln und aggressiven Betteln und dann schlage ich den doch mal eben tot, ne? Das ist so einfach ist das da auch. Ja, und die Wohnungsämter sagen, oh, ne, das ist alles kein Problem, das können wir alles so lassen, ja. Und so weiter, ja. Und die Wahrheit und die Lösung läge darin, ja, Recht und Pflicht auf Wohnung sofort, ja. Also die Wohnungsämter werden nur noch belohnt, wenn Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Hausbewohner, die schon da sind, und des früheren Obdachlosen, der nach einer Rundumkur sozusagen dann sozusagen letztendlich untergebracht worden ist in diesem Haus, in dem Hotel, in alle Räumlichkeiten. Das Wohnungsamt geht dazu über alles. Alle Mietverträge, die bis jetzt vom Staat über Hartz IV oder wo auch immer, wo die Mieten gezahlt werden, kommt ein Gesetz, das automatisch, dass die Wohnungsämter, die jeweiligen regionalen Wohnungsämter, es muss dann in einer Großstadt oder in einer Stadt immer mindestens zwei miteinander in Wettbewerb stehende Wohnungsämter geben, Wohnungsabteilungen, geben. So dass jede Abteilung sich bemüht, wir als Team rund um die Uhr betreuen rund um die Uhr den früheren Obdachlosen, die frühere Obdachlose in dem Haus, sorgen dafür, dass er keinen Rückfall macht, dass der Hausfrieden gewahrt ist, dass kein Gestank aufkommt und dass alles in Ordnung bleibt. Und betreuen so lange, bis der frühere Obdachlose wieder Spaß an einem anderen Leben hat, als an einem alles kaputt zu schlagen und zu verkaufen an Mobiliar und so weiter. Und alles, ja, und so. Und wenn es allen im Hause, im Hotel, im Hause, überall, wo sie untergebracht werden, allen super geht, dann kriegt dort die Wohnungsamtmitarbeiter, machen dann die größte Karriere und kriegen die größten finanziellen Belohnungen. Und dann werden Sie mal sehen, wie schnell die Straßen völlig leer sind, vor allem wenn es dann auch heißt, hoppla, gibt's nicht mehr auf der Straße. Wenn Sie partout wieder raus wollen aus der Wohnung, dann landen Sie direkt im Gefängnis, denn wir dulden das nicht mehr. Recht auf Wohnung, ja, aber auch gleichzeitig Pflicht auf Wohnung. Ja, ja, so viel zum sechsten Irrtum und seiner Lösung. Ja. Fünfter Irrtum. Arbeitsamt. Ja, ach ja, schreiben Sie doch mal Bewerbungen und machen Sie doch mal, füllen Sie doch mal hier noch mal 1.000 Formulare aus, schreiben Sie mal 100.000 Bewerbungen, ach ja, ja, so, und ich sitze hier faul auf meinem Schreibtischstuhl und das ist schon toll, was ich hier alles arbeite und tue für Sie. Dann schicke ich Sie mal in irgendeine solchen Spielereimaßnahme und ja, und dann bin ich ein ganz toller Arbeitsmitarbeiter, Mitarbeiter. Dann mache ich auch die größte Karriere, weil dann, denn, und das ist jetzt der nicht bewusste Logik, die dahinter steckt, denn dann bleiben Sie arbeitslos, weil ich Sie demotiviere
Und sie bleiben arbeitslos und ich mache Karriere und ich werde, steige auf in der immer größer werdenden Bürokratie der Verwaltung, der Massenarbeitslosigkeit. Und die Lösung heißt natürlich, dieses Irrtums heißt natürlich das Gegenteil. In der GWÖ-GWO-Kombi heißt natürlich null, so wie es vorher null Obdachlosigkeit hieß, heißt es jetzt null Arbeitslosigkeit. Jeder Arbeitsamtmitarbeiter wird mit einem Team eventuell zuständig für einen bestimmten Bezirk und danach kriegt er nur noch sein Geld, je höher der Prozentsatz der arbeitenden Menschen in diesem Bezirk klettert, ne, durch sein Wirken. Und dann werden Sie mal sehen, wie plötzlich die Leute morgens früh abholen an der Haustür und von Firma zu Firma gehen und nicht ruhen, bis da ein Deal geschmiedet ist, wie jeder in Arbeit unterkommt. Und am Anfang kriegt er vielleicht 0 € pro Stunde und irgendwann fragt das Arbeitsamt, ja, jetzt meinen Sie, dass Sie ihm jetzt mal schon 2 € die Stunde zahlen können? Ist er das schon wert? Und so weiter. Und so arbeitet man sich dann hoch. Und wenn das Arbeitsamt den Eindruck hat, den Mitarbeiter den Eindruck haben, nee, der ist jetzt mittlerweile 7 € die Stunde wert, aber man will ihm nur 5 € die Stunde zahlen, dann sagen sie, dann entziehen wir ihn diesen Mitarbeiter wieder und dann gehen wir zu einem anderen Betrieb. Dann wird er schon 7 € zahlen. Und so kommen wir dann auf vernünftige Löhne irgendwann für alle und die lernen allmählich wieder zu arbeiten. Ne, und Spaß an der Arbeit zu haben und so weiter. Und werden wieder reintegriert in die Gesellschaft, anstatt auf dem Abstellgleis zu sehen. Hiermit haben wir, glaube ich, die Nummer 5 schon gelöst oder so, ja? So. Und damit haben wir auch das Thema Behörden schon abgehakt. Ja, und die Zuckersparte jetzt als 4 zum Beispiel, ja? 4. Zucker, Tabak, Alkohol. Bleiben wir doch mal bei diesen Genussgiften, nehmen wir mal die 4, ja? Und da ist der gemeinsame Irrtum, ach, gehört zur Lebensqualität, das sind so kleine Naschereien und Leckereien, Tabak, Alkohol, Zucker, das ist nicht so schlimm und gesundheitlich ist das unbedenklich. Doch, das ist doch eher Seelennahrung und tut der Seele gut, mal so ein bisschen Schokolade und so weiter. Das sind die vorteilbringenden Irrtümer dieser Sparten, jetzt mal die Nummer 4. Und die Wahrheit ist natürlich, und wie kommen wir auf die Wahrheit, indem die Supermarktleiter nur noch danach Karriere machen und belohnt werden, finanziell durch die sogenannten Verdienstzuschüsse in der GWÖ-GWO-Kombi oder Steuervorteile und Verdienstzuschüsse, kann man diskutieren, ja. Danach, wie sich Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner alles Arbeitenden, also jeder Supermarktfiliale, jedes Ma Wochenmarktes und so weiter entwickeln. Es geht also immer um die Leute, die häufiger irgendwo einkaufen, ne? Und natürlich besonders hochgewichtet werden immer die Stammkunden, die nur dort einkaufen. Ne? Was meinen Sie, wie schnell sich diese Märkte in Gesundheitsanregungsmärkte mit roten, gelben, grünen Warnampeln sozusagen umwandeln, mit Ernährungsberaterin und Bänken zum Verweilen und Gespräch und zur Beratung und so weiter. Was für Ideen die Wirtschaft dann noch entwickeln wird, wird sich zeigen. Ne? Und damit haben wir auch gleich schon mit die Nahrungssparten abgehakt, glaube ich, ja. Gehen wir mal weiter. Dritter Irrtum, Waffensparten. Da haben wir gerade in der Ukraine ein schönes Beispiel für. Der größte Irrtum ist der dritte Irrtum ist hier, ach, der Mensch ist kriegerisch gewalttätig wie der Schimpanse. Er ist eben kein pazifistischer Savannenbonobo, sondern er ist kriegerisch wie ein Schimpanse. Und wir liefern dafür ja nur die Waffen, die nötig sind, um uns vor diesen kriegerischen anderen Menschen von Natur aus kriegerischen zu schützen. Und die Wahrheit ist natürlich genau das Gegenteil dieses Irrtums. Nämlich letztendlich
Letztendlich ist die Wahrheit, nein, wir sind in Wahrheit genetisch Savannenbonobos, absolut zu Pazifismus fähig. Und nur bei Bonobos gibt es nur ganz geringe Gewalt. Und das ist immer die Gewalt gegen missratene Kinder, die manchmal ausgesetzt, vertrieben und damit dem Tode überlassen werden und also indirekt letztendlich getötet werden. Und zwar von den Frauen der Gruppe, von den sich liebenden Frauen der Gruppe, wenn es sich um missratene Kinder handelt. Denn in der Natur herrscht überall das gesunde Naturrecht. Mein Bauch, mein Neugeborenes, mein Kind, mein junger Erwachsener bis zum 18. Lebensjahr gehört ganz allein mit mir. Und wenn da irgendwas missraten ist, dann soll er ruhig sterben. Ja? Und irgendwas nicht passt. Ja? Und dieses, da kommen wir dann gleich. Und wie lösen wir das Problem, dass die Waffensparte aufhört, diese Irrtümer zu multiplizieren? Ja, das kommt dann dadurch, dass wir in der GWÖ-GWO-Kombi wiederum die Waffensparten belohnen, für den Rückgang der Zahl der getöteten, durch Gewalt getöteten Menschen. Ja, das heißt also, die Waffensparten, die Aktionäre und alles kriegen dann das gleiche Geld wie im letzten Jahr, wenn in diesem Jahr die Zahl der Getöteten, bestimmter Regionen und so weiter durch Gewalt getöteten um 5% zum Beispiel 5% zurückgegangen ist. Gehen wir so vor, hätten wir also nach 20 Jahren, wobei, das ist ungefähr 20 Jahren, also ist ja komplizierter, weil 5% von den Reduzierten sind ja dann auch wieder was anderes. Aber so ungefähr nach Größenordnung 20 Jahre plus minus haben dann die Waffensparten durch Entsendung von Friedensarbeitern in die entsprechenden Regionen dafür gesorgt, dass der Aberglaube an den Sinn des Krieges verschwunden ist, und dann hätte auch Putin gar nicht mehr an solche Ideen wie kriegerische Einsätze gedacht. Und dann können wir eine weltweite Abrüstung machen und die Waffenkonzerne wandeln sich nach und nach um in Schwerter zu Pflugscharen. Also die produzieren dann zum Beispiel landwirtschaftliche Baukettenfahrzeuge und ähnliche Dinge. Und immer weniger Waffen und so weiter und produzieren Frieden in Zukunft, Friedensarbeiterteams sozusagen. Womit diese Konzerne Geld verdienen, ist ihnen ja egal. Hauptsache, sie verdienen weiter gutes Geld. Und dann sind das die garantierten, wir nennen sie dann die Friedensförderungssparten und Friedensförderungsfirmen und so weiter. Ja, sorgen dafür, dass der weltweite Frieden mit allen Mitteln gewahrt bleibt, weil sie dann am meisten Geld verdienen in der GWÖ-GWO. Kombi. Ne? Ja, und ich glaube, jetzt bin ich schon im Zwei-Bereich. Ja, die Zahlen sind nicht so wichtig, aber jetzt zwei. Ja, geht sogar ungefähr auf. Ich habe es vorher nicht ausgezählt. Zwei. Der zweitgrößte Irrtum ist, für die Gesundheit müsst ihr auf uns hören. Wir Ärzte sagen euch die Wahrheit über die Gesundheit und Krankheit. Und das ist der zweitgrößte Irrtum der Menschheit. Vor allem, dass wir den glauben. Ja? Denn die gesamten Gesundheitssparten, die würden uns jetzt auch sagen, bloß nicht, also hier, Savannenbonobos und so weiter. Nein, natürlich dürfen niemals die Frauen
das linksemanzipatorische, links der Frauenemanzipation, mein Bauch gehört mir, darf natürlich niemals Realität werden. Nein, es muss wie in den USA kommen, Abtreibung muss verboten werden, Tötung, auch wenn es noch so schmerzfrei ist, die Tötung von Neugeborenen, von Kindern sogar bis zum 18. Lebensjahr oder das nicht mehr helfen, sondern nur noch palliativ behandeln bei Kindern bis zum 18. Lebensjahr. Das geht natürlich gar nicht. Das wäre ja unmenschlich und grausam und unethisch und würde unserer Medizinethik widersprechen und so weiter. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht, dass wir so die Überbevölkerung mit in den Griff kriegen und so weiter und all diese Dinge, dass wir sozusagen dafür sorgen, dass wir wieder Fachkräfte in der Gesellschaft kriegen und nicht eine Armee an Behinderten und so weiter, die also, wodurch wir volkswirtschaftlich völlig ruiniert werden. Nein, aber das müssen wir tun. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass jedes noch so kränkliche, leidende, Schmerzen erleidende Kind natürlich unbedingt 90 Jahre mit diesen Schmerzen leben muss und von uns mit Milliarden Geldern, an denen wir gut verdienen, muss jeder natürlich mit seinen Schmerzen 90 Jahre leben, anstatt erlöst werden zu können. Ja, das darf natürlich nicht sein. Denn nur so verdienen wir maximal viel Geld. Das sind alles nicht bewusste Logik. Ja, aber hinter diesem Irrtum, ja, dass die Ärzteschaft und die Gesundheitssparten und die Pharmasparten irgendetwas über Gesundheit und Krankheit wüssten, da steckt das wirtschaftliche Kalkül. Wenn wir unsere Irrtümer erfolgreich an die Bevölkerung herantragen können, das sind also alles nicht bewusste Logiken, die dahinter stecken. Oder es ist andersrum. Wer als Arzt, ich mach's mal korrekt, wer als Arzt die Irrtümer seiner Sparte glaubt und in dem Irrtum, ein Halbgott in Weiß zu sein, ein Vollgott in Weiß zu sein und der Menschenretter schlechthin zu sein, in Wahrheit die Menschen alle kränker macht, der verdient einfach am meisten Geld. Und deswegen ist die Evolution darauf hinausgelaufen, dass unsere gesamten Gesundheitssparten fast von oben bis unten die Köpfe voll sind von Irrtümern. Und diese Irrtümer sozusagen bringen einfach bares Geld und machen uns alle zu guten Dauerkunden und wir werden alle zu in chronisch Kranke verwandelt und die ganze Bevölkerung besteht nur noch aus chronisch kranken Menschen, die ständig die Hilfe von Ärzten und so weiter brauchen und von Pharmaindustrie brauchen und dann verdienen diese Sparten am besten. Und deswegen ist das der zweitgrößte Irrtum der Menschheit. Ja, und wie lösen wir das Problem? Natürlich mit der Anekdote vom alten China und der Beachtung der Anekdote vom Rechtsanwaltwesen, die Anekdote vom Gesundheitswesen im alten China. Der Arzt wird belohnt nur noch für Gesundheit. Ja, das heißt, je besser sich Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, aller Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften zukünftig entwickeln. Was meinen Sie, wie schnell diese Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften ein wunderbares, faszinierendes Wochenend- und Freizeitkursangebot anbieten werden, wo ich gerne meine gesamte Freizeit und mein Wochenende verbringen werde, um Spaß zu haben mit Leuten, Ernährungskurse, Sport, Singen, Tanzen, Musizieren, Partys oder Alkohol und Zigaretten und so weiter, alles kostenlos, weil der Arzt kriegt nur noch dann am meisten Geld, wenn ich nie krank werde. Ja, wenn er mir hilft, dass ich nie krank werde, meine Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve sozusagen wird verglichen mit dem,
Also wenn ich eine hohe Krankheitserwartung habe, dann reicht es schon, wenn der Arzt ein paar Operationskosten verhindern kann durch seine gute Gesundheitsförderungsarbeit, dann kriegt er schon fürstliches Geld, sodass der Arzt dann auch die Hausarztgesundheitsgemeinschaften total interessiert werden an den Schwerstkranken, weil sie dort auch am meisten dann verdienen können, weil dann schon eine kleine Verbesserung schon großes Geld bringt. Ne? Ja, und damit hätten wir das Problem, also den zweitgrößten Irrtum und auch das Problem gelöst. Und der größte Irrtum der Welt sind die Sozialspaten und die Untergruppe der Weltsozialspaten oder der NGOs, deren Irrtum lautet sozusagen, ja, vielleicht ein Teil dieses größten Irrtums lautet, alle Neugeborenen sind absolute Genies, sind alle gleich, haben alle gleich große Gehirne. Ja, der eine hat die Gene für 2,15 Meter groß und der andere hat die Gene nur für 1,50 Meter groß. Aber nee, bei den Gehirnen ist das alles ganz anders. Jedes Neugeborene von jedem, egal ob die Eltern 1 Liter Gehirn haben oder ein 2 Liter Hubraum Gehirn haben, ob die Eltern ein IQ von 70 haben oder ein IQ von 170, spielt alles keine Rolle. Die Kinder sind alle potenziell Genies, da muss nur ein bisschen Bildung draufgeschüttet werden. Und jetzt sehe ich auch gerade, dass wir die Bildungssparte gerade vergessen haben. Also Sie wissen ja, wir könnten jetzt noch hier die Bildungssparte irgendwo eintragen. Da gibt es ja auch noch mal schöne Irrtümer, ja, die könnten wir ja noch mal irgendwie unter die 10 beimengen, ja. Aber bleiben wir jetzt erstmal heute dabei. Oder ich mache ich mal ganz kurz die Bildungssparte, die können wir ja zu den Behörden zählen, hier Behörden und Bildung, ja, so, das sind ja Schulen, sind ja auch so behördenartige Strukturen. Ja, machen wir noch mal kurz so, der Hauptirrtum ist des Lehrertums, ja, sozusagen. Nein, also wir machen schon alles, damit die Kinder viel Spaß beim Lernen haben. Sie können uns vertrauen. Das ist deren Hauptirrtum. Die Wahrheit ist natürlich das Gegenteil. Die Logik ist der Lehrer, der mit seiner Bildungsphilosophie und Ideologie den Kindern am schnellsten den Spaß am Lernen verdirbt, der macht die größten Karrieren, weil dann sich die Nachfrage nach Lehrern, die nebenbei noch Nachhilfe geben, noch neue Geschäftsmodelle ermöglichen, immer mehr Nachhilfeschulen Lehrer beschäftigen können, immer mehr die Kinder nach 9 Jahren Schule gar nichts mehr können und er nach 13 Jahren Schule fast nichts mehr kennen können, sodass die Gesellschaft vielleicht irgendwann bereit ist, 14 Jahre, 15 Jahre Schule und Lehrer zu bezahlen. Dann können immer mehr Lehrer aufsteigen und Karriere machen im Lehrertum, im Bildungsbereich. Und wie können wir das kontern? Indem wir sagen, jetzt tut euch zusammen nicht zu Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften, sondern zu Bildungsgemeinschaften, zu Bildungsteams, ja, die unterschiedlichen Richtungen, Waldorfpädagogik, Montessori-Pädagogik, was auch immer es dafür an Bildungsidealen gibt. Und wir messen als Staat einfach, wie sich sozusagen die Steuerleistung und die Abgabenleistung der Absolventen eurer Bildungslinien, die kann ja führen von der Kita, könnt ihr euch Teammitarbeiter holen, von Kita bis Professor, Abschluss, Prüfungsprofessor und so weiter. Und dann gucken wir einfach, wie sich die Kinder, die diese Bildungsgänge absolviert haben, und Berufsschulzweig für die Handwerksberufe und was auch immer, ja. Alles gehört dann zu verschiedenen Bildungslinien, die in einer Region in allen Regionen miteinander konkurrieren. Die Eltern können ja sagen, ich lasse mein Kind erstmal auf diese Bildungslinie, dann kann es auch ruhig mal wechseln in eine andere Bildungslinie und trotzdem kann man das statistisch sehr gut auswerten. Und dann sieht man, welche Bildungslinie bringt sozusagen am, ja, bringt am meisten
zustande, dass die Kinder hinterher gut bezahlte Jobs haben, hohe Steuern zahlen und hohe Abgaben zahlen in die Staatskasse zurück, ja? Und dann kriegen wir Ranglisten dieser Bildungskonzepte und dann haben wir Lehrer, die endlich das mit den Kindern machen, was denen Spaß macht, ja? Also wir haben jetzt hier quasi haben wir über Schulamt geredet und also quasi Behörden, Arbeitsamt, Wohnungsamt, Medienbehörden, Schulamt, ja, so. Damit haben wir das also noch reingetan in die Gruppe der Behörden da, die wir vorhin angesprochen hatten. So, ich war aber bei dem wichtigsten Irrtum, ich war bei den Sozial- und Weltsozialsparten. Alle sind potenzielle Genies, da muss nur ein bisschen Bildung drauf geschüttet werden, dann sind die alle werden das Genies und das werden alles super Fachkräfte und so weiter. Auch die mit dem Einlittergehirn, die werden dann alle super Fachkräfte und die machen Deutschland zu dem Weltmarktführer wieder zurück, ne, und so weiter. Diesen Irrtum, die Wahrheit ist natürlich genau das Gegenteil, ja. Im Moment sorgen wir mit allen Mitteln aufgrund dieser ganzen, sorgen wir dafür, dass überall in der Welt lauter Kinder geboren werden von Leuten, die arbeitsunfähig sind und die überhaupt nicht geeignet sind für Fachkräfte und deren Kinder haben dann auch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit und sie können so viel Bildung draufschütten, wie sie wollen. Sie können aus einem Ein-Liter-Gehirn kein Zwei-Liter-Gehirn machen, denn die Bildungsmenge führt nicht zu einem Gehirnwachstum. Oder wenn dann zu einem nur höchst minimalen, ja? Ja, also die Plastizität des Gehirns geht nicht dahin, dass sie das mit Bildung von einem Ein-Liter-Gehirn in ein Zwei-Liter-Gehirn verwandeln. Ja, sondern sie können wenn sie Zwei-Liter-Gehirne mit Bildung füttern, dann sind die immer noch 10-mal so gut wie die mit dem Ein-Liter-Gehirn, egal wie viel Bildung sie denen geben. Ja. Und wie müssen wir das machen? Wir müssen natürlich den Sozialspartlern ihre Profitmöglichkeiten durch die Schädigung der Gesellschaft wegnehmen, indem sie die ganze Welt in eine Welt der Sozialfälle, der arbeitsunfähigen, obdachlosen Sozialfälle umwandeln und überall in Hungernde und Arme. Wir müssen also die Profitmöglichkeiten der Weltsozialsparten, sich zu bereichern an den Hungernden in der Welt. Wir müssen die also bezahlen, alle danach bezahlen. Es gibt nur noch Geld, wenn die Zahl der in der Welt Hungernden abnimmt, dann können diese ganzen Weltsozialsparten dahin gehen und dafür sorgen, dass es keine Hungernden mehr in der Welt gibt. Dafür werden sie von selbst dafür sorgen müssen, dass eben die Frauen, die arbeitsunfähigen Frauen selber das Recht bekommen, sich gegen ihre Kinder zu entscheiden, gegen die Schwangerschaft, gegen die Austragung der Kinder und gegen die Neugeborenen entscheiden und schon werden kaum noch Kinder von Arbeitsunfähigen geboren und dann haben die Weltsozialsparten wieder kriegen die gute finanzielle Belohnungen. Sie dürfen aber nicht mehr Spenden sammeln, also wir müssen wahrscheinlich zu dem Zweck jede Form der Spendenerbettelei, sowieso sollten wir in ganz Deutschland alle Formen des Bettelns rigoros mit schwersten Gefängnisstrafen unterbinden, ne? So, und die Sozialsparten insgesamt, also das heißt, also jeder Sozialarbeiter, jeder Sozialpädagoge, alles, wir hatten ja vorhin schon das Arbeitsamt, es gibt nur noch und Wohnungsamt, es gibt nur noch für im Leben reintegrierte Menschen, gibt es noch Geld und Karrieremöglichkeiten, also es wird alles gemessen danach, wie sich Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Gesamtgesellschaft entwickeln. Und das geht eben nur noch dadurch, dass sie eben alle dafür sorgen, dass wieder unsere fähigen Fachkräfte Frauen wieder Kinder bekommen, dann kriegen wir auch wieder ganz viele Fachkräfte Nachwuchs und ganz viel fähigen Nachwuchs. Und dann steigt der durchschnittliche Intelligenzquotient,
Deutschlands wieder an, die Gehirngröße nimmt zu und damit sind alle Weltprobleme gelöst. Also das war der gefährlichste Irrtum. Die gefährlichsten Irrtümer der Welt gehen von den Sozialsparten und Weltsozialsparten aus und der allerschlimmste ist wahrscheinlich hier der alle Neugeborenen sind potenzielle Genies. Ich guck mal, ob hier noch einer steht. Und generell zu diesem größten Irrtum der Menschheit gehört auch so Fähige. Das ist der Irrtum. Die Sozialsparten haben ja dann auch die Linksextremisten angesteckt, ja, mit ihren Irrtümern und haben den Irrtum weitergegeben. Nee, Fähige, Eliten, gar Reiche und Unternehmerfamilien sind alle schrecklich unwichtig. Die brauchen wir alle nicht. Ja, die sind alle unwichtig, weil wir können das alle selber. Ja, wir können das alle selber. Und man hat gesehen, was passiert, wenn dann die ganzen Mitarbeiter die Unternehmen leiten statt der Unternehmerfamilien, dann gehen die alle kaputt und produzieren Trabis und im Rest der Welt werden Golfs produziert, weil eben die Mitarbeiter eben nicht so intelligent sind wie die Unternehmerfamilien. Und ja, also diese Irrtum, alle Neugeborenen sind potenzielle Genies und wir brauchen die Fähigen, die Eliten und die Reichen und die Unternehmerfamilien überhaupt nicht. Die können wir ruhig vertreiben, die können ruhig gerne abhauen aus Deutschland und so weiter. Das ist, was man von Linksradikalen oft hört, diese Sprüche, ja. Es geht alles auf die Sozial- und Weltsozialsparten zurück. Also die Linksradikalen sind die Gehirnwäscheopfer der Sozial- und Weltsozialsparten. Na? Ja, damit haben wir die 10 größten Irrtümer der Menschheit mal im ersten Anlauf skizziert. Ja, so viel. Ich guck mal, ob im Chat irgendwas steht. Nee, also tschüssi. Ich beende als erstes die Aufzeichnung. Tschüssi.